Was für ein Tag. Was für ein Abend. Was für ein Triumph. Das sollte nicht ein Tag sein, das sollte ein Monat sein. Oder noch länger? Was war das für eine Zeit? 3 Jahre mit Jesus zu leben, leibhaftig, ihn zu sehen, ihn zu hören, ihn zu spüren, ganz unmittelbar. Was hat es vor allen Dingen für die bedeutet, die nicht nur von ihren stinkenden Fischnetzen weggerufen wurden, von dem lästigen Zöllnertisch, sondern die in Jesus mehr als ein Vorbild, als einen Meister erlebten, die von ihm geheilt wurden. Wie zum Beispiel Maria Magdalena. Seid ihr ein bisschen belastet? Seid ihr vielleicht sehr belastet? Gehen euch alte Botschaften und Stimmen nach, die euch immer wieder Angst machen? Maria hatte 7 Dämonen, die sie tyrannisierten. Sie war nicht sich selbst. Sie hat nicht gelebt. Sie hat gelitten. Und da ist ihr Jesus begegnet und sein Blick, seine Stimme, seine Berührung. Sei frei. Sei geheilt. Folge mir nach. Hat alles gewendet. Sie fing erst an, durch ihn zu leben. Natürlich war er ein guter Lehrer. Natürlich hörte sie ihn gerne Gleichnisse erzählen. Aber das alles war im Verhältnis zu den anderen Männern, die mitfolgten, völlig untergeordnet. Und wenn die alten Albträume wieder kamen, es genügte, dass sie am Morgen einfach nur ihren Herrn sah und alle Schatten waren wieder weg. Wenn sie traurig war und niedergeschlagen, es genügte ein Blick. Und wenn Zweifel sie befallen haben, sie musste nur mit dem Finger an seinem Gewand streifen und sie war wieder selig. Ihr Herr. Was muss es für sie bedeutet haben? Als vor ihren Augen dieser Jesus gefangen genommen, gefoltert, vor ihren Augen gekreuzigt wurde, sie ihren Herrn schreien hörte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war für sie unerträglich. Sie konnte ihren Herrn nicht lassen. Es ist nicht etwas gestorben, sie ist gestorben. Es war nicht ein fremdes Leben beendet. Ihr Leben war mit einem Schlag beendet. Sie konnte sich auch nicht von seinem Grab losreißen. Und während die Männer am Ostersonntag wieder nach Hause gingen, weil sie sich das leere Grab teilweise gar nicht erklären konnte, wenigstens der Lieblingsjünger noch sich erinnerte, dass Jesus ihnen die Deutung ja gab und wusste, dann ist er wohl auferstanden, wusste aber auch nichts mit dem leeren Grab anzufangen. Also die Männer zogen davon. Konnte Maria zurückgehen in ihr altes Leben, nach Jerusalem, zu diesen ratlos verschreckten Männern? Sie konnte sich von dem Grab nicht trennen. Und was es noch schlimmer machte, man hatte sogar noch das Grab geschändet, man hatte ihn geraubt. Und sie steht und schaut in das dunkle Loch eines leeren Grabes. Frau, was weinst du? Hört sie Stimmen aus dem Grab, aus Engelmund. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wie oft habe ich dies in der Seelsorge gehört? In Gemeinden, in Jugendkreisen,
in studentischen Sprechstunden, in Altersheimen. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Ich habe meinen Glauben verloren. Menschen haben mich enttäuscht. Mein Schicksal, das ich nicht erklären kann, das hat mich enttäuscht. Ich habe meinen Herrn verloren. Die Theologie, die Wissenschaft, sie hat es mir geraubt. Menschen haben mich enttäuscht. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Es ist brutal. Es ist schrecklich, aus der Seligkeit abzustürzen. Eben noch haben wir triumphal gesungen, eben noch triumphal bekannt, Jesus wie zum Anfassen haben wir gemeinsam gefeiert. Und plötzlich stürzt die eine und der andere von uns in einen ganz tiefen Abgrund, steht vor einem leeren Loch. Ist es der Verlust eines geliebten Menschen? Ist es die Begegnung, die schockierende, mit der Vergänglichkeit? Ist es das eigene Versagen oder fremde Schuld? Wir fallen aus der Seligkeit des Anfangs unseres Glaubens. Und während sie dort weint, steht Jesus neben ihr. Der auferstandene Jesus. Ihre verschleierten Augen erkennen ihn nicht. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Man kann das, was wir heute thematisch behandelt haben, nicht anschaulicher und nicht berührender erzählen. Meine Erfahrung von Wirklichkeit ist der Verlust der Grundlage meines Lebens. Und während ich zerbreche an meiner Wirklichkeit, steht die Realität Gottes, des Auferstandenen, neben mir. Die Frage, wen suchst du, die ist so tiefgehend erschütternd. Ja, mag man jetzt korrekt antworten, natürlich sucht sie Jesus. Nein, würde sie Jesus suchen, nämlich der, der er wirklich ist und sein will, dann würde sie ihn erkennen, denn er ist der Auferstandene. Sie aber weint um ihre Vergangenheit, ihre Erinnerung, die Glückseligkeit ihrer Empfindung und Erfahrung. In Wahrheit kann sie den gegenwärtigen Gekommenen nicht erkennen, weil sie den Gegangenen hinterher weint. Wie oft ist unsere Entwicklung, unsere Zukunft verbaut durch unser Zurückgewandtsein? Wer immer nur nach hinten schaut, der hat seine Zukunft hinter sich, denn er schaut ja in die Vergangenheit und dann hat er die Zukunft hinter sich. Wer an Vergangenes klammert, kann Neues nicht ergreifen. Der Auferstandene steht neben ihr. Wen suchst du? Ja, wen suchen wir wirklich? Suchen wir nicht uns selbst? Wen lieben wir? Lieben wir nicht unsere Gefühle? Wen schätzen wir? Ist es nicht unsere Selbstentfaltung? Warum trauern wir unserem Kinderglauben nach und der Vergangenheit? Weil wir um unserer selbst willen glauben. Wer möchte es Maria verdenken, dass sie den Auferstandenen nicht erkennt, weil sie doch den Gestorbenen, den Erfahrenen, den Vergangenen so liebt? Wem möchte ich es verdenken, dass er sich zurücksehnt nach der Seligkeit des Jugendkreises, des Kreises, in dem man gesungen hat, in dem man glückselig war? Es ist menschlich so verständlich. Und dennoch liegt unsere Zukunft vor uns. Wer nicht loslassen kann, der kann nicht ergreifen.
Das Schönste haben wir vor uns. Aber wir hängen am Schönen der Vergangenheit. Und während ich viele Worte brauche, hat Jesus nur ein Wort gebraucht. Er schaut sie liebevoll an und nennt sie bei ihrem Namen, denn er hat sie erlöst. Maria. Spürt ihr das, was Maria spürte auf ihrem Rücken? Diese Gänsehaut, dieses Betroffensein? Seid ihr je bei eurem Namen genannt worden und ihr wusstet, jetzt erst weiß ich, wer ich bin und wo ich bin? Ich bin erkannt, ich bin bei meinem Namen genannt. Sie fällt auf die Füße vor ihm, umgreift die Füße und betet ihn an und küsst ihn und verehrt ihn kniefällig und ruft, mein Herr, mein Meister, der, den ich verloren gab, er hat mich gefunden. Und nun kennen wir wohl die Antwort Jesu, aber sie ist Gott sei Dank nicht richtig, wie er sie erinnert. In der Lutherbibel steht, rühre mich nicht an. Im griechischen Text aber, halte mich nicht länger fest. Denn sie hat ihn schon gefasst. Matthäus, könnt ihr es lesen, die Füße sind umfasst. Sie hat ihn schon gefasst, aber sie kann ihn nicht festhalten. Ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass Maria, jetzt wo sie ihn wieder hat und handgreiflich hat, ihn begreifen kann, ihn loslassen kann. Wie haben die Emmaus-Jünger sich freuen können? Kaum erkennen sie ihn, können sie ihn loslassen. Ja. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, braucht nicht mehr Gefühle als Ersatz für seine Gegenwart. Wer dem Auferstandenen begegnet, kann ihn in neuer Form bei sich wissen. Er kann, und das ist der Glaube, mit der Realität leben, auch wenn die Wirklichkeit nicht Unmittelbarkeit des Gefühles und der Erfahrung ermöglicht. Sie kann ihn loslassen, ohne traurig zu sein. Es ist die erwachsene Form des Glaubens, nicht mehr angewiesen auf Gefühl und Bestätigung, in dem Wissen, dass er da ist. Gehe aber hin. Und sie geht hin und sie bekennt es voller Freude. Der Herr ist auferstanden. Ich habe ihn gesehen. Wer von etwas wirklich ergriffen ist, der kann auch loslassen. Und solange wir klammern, verschließen wir uns der neuen Begegnung. Wir sind nicht die Stellvertreter des gestorbenen Jesus. Wir sind die Repräsentanten des Auferstandenen. Fühlst du ihn gerade? Das ist untergeordnet. Bestätigt sich das in deinem Alltag? Das ist untergeordnet. Wichtig ist, er lebt, er ist da und er ruft dich bei deinem Namen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen macht uns erwachsen. Lasst uns beten. Ich ahne jenseits meiner Fragen. Du willst noch völlig anders sein. Nicht Antwort nur auf mein Verlangen. Das suchte ich in früheren Tagen. Je mehr ich dich verstehen lerne, muss ich mit deinen Augen sehen. Es ist der Wunsch, dich zu ergreifen. Doch scheint's, als ob ich mich entferne. Nichts will ich ohne dich erleben. In allem Leiden dich nur sehen. In allem Schönen deine Liebe, selbst im Versagen. Dein Vergeben. Ich kann in Liedern es nicht zeigen, doch kommt die Liebe ja von dir. Du kennst mich und wirst mich erhören. Ich werde sehen und werde schweigen. Amen.